Zürich im November 1918. Am Paradeplatz bringen sich Schweizer Militärs gegen Zürcher Bürger in Stellung. Kommandant Emil Sonneegger lässt keinen Zweifel daran. Im Ernstfall wird scharf geschossen. Jetzt profitiert die Landwirtschaft von hohen Lebensmittelpreisen. Die Industrie erwirtschaftet außerordentliche Gewinne. Die großen Verlierer sind die Schweizer Arbeiter. Sie leiden unter den kriegsbedingten Lebensmittelengpässen und den horrenden Preisen. Einen Lohn habe ich als Depothandwerker erster Klasse mit 2500 Franken Jahresgehalt. Und in die Hand habe ich im Monat bekommen, im 1918, 175 Franken. Die Wohnung hat 75 Franken gekostet. Und dann ein Ei hat 50 Rappen gekostet. Ein Servila 50 Rappen. Mit zunehmender Kluft zwischen Bürgertum und Arbeitern macht sich auch der Unmut breit. Es ist kein Zweifel mehr möglich, dass zurzeit in unserem Lande eine Bewegung tätig ist, die mit aller Macht auf den Sturz der bestehenden Ordnung hinarbeitet. Unter Historikern ist der Fall lange klar. Sozialisten und Gewerkschaften blieb gar keine andere Wahl. Die wirtschaftliche Bedrängnis der Arbeiterklasse musste sich im großen Protest entladen. Die Lebensverhältnisse waren zu Kriegsende immer noch schlimm, aber sie haben sich nicht noch verschlechtert, sondern eher sogar ein bisschen verbessert, indem es erstmals eine geringe Reallohnerhöhung gab. Letzten Endes ist eine Wende sichtbar gewesen. Diese Kulminationsthese kommt natürlich auch daher, dass man da dann einen Höhepunkt der Klassenspannungen sah. Mit den Novemberkrawallen 1917 in Zürich erreichen die sozialen Proteste einen ersten Höhepunkt. Die Kundgebung von mehreren tausend Demonstranten auf dem Helvetiaplatz endet blutig. Und sie schürt die Revolutionsangst in den bürgerlichen Kreisen und in der Armeeführung. Man hat das als Startpunkt von Ausschreitungen interpretiert, weil es war eine recht unkontrolliert, überraschend starke Demonstration. Von dann an ist laufend ein Bataillon in Zürich oder um Zürich herum stationiert. Und es ist vor allem der Regierungsrat, der das will. Insofern ist es effektiv für die Militärpräsenz und die beginnende Angst von einem revolutionären Umschwung ist das ein Startpunkt. Am 4. Februar gründet der Arbeiterführer Robert Grimm das Olterner Aktionskomitee. Eine Organisation aus SP und Gewerkschaften, die die Anliegen der Arbeiterschaft in Bern vertreten soll und sich schnell zum Exekutivausschuss des Klassenkampfes entwickelt. Schon im April kann das OAK erste Erfolge verbuchen. Auf Druck des Komitees wird die Milchpreiserhöhung zumindest teilweise durch den Staat finanziert. Im Sommer scheint sich die Lage weiter zu entspannen. Das OAK handelt mit dem Bundesrat Zugeständnisse aus. Bezüglich des Resultates der Unterhandlungen ist zu sagen, dass bei den Wirtschaftsfragen eine grundsätzliche Zustimmung des Bundesrates erreicht wurde. Scheint ein Generalstreik gar nicht mehr notwendig? Wir stehen am Ende der Aktion. Das OAK habe bedeutende Konzessionen erreicht. Nach meinen Beobachtungen ist von einer Massenbegeisterung für den Streik nichts zu spüren.
Ich halte die Auslösung des Generalstreiks für ausgeschlossen. Doch hinter den Kulissen bereitet sich die Armee genau darauf vor und setzt dabei auf die Informationen eines Spitzels. Bereits im Juli 1918 schleuste man den Offizier Claude Perrault in den Kongress der Schweizerischen Linken in Basel ein. Obwohl sich die Teilnehmer dort klar gegen einen sofortigen Generalstreik aussprechen, ist der Offizier danach überzeugt, die Schweizer Bolschewisten wollen die Macht ergreifen. Fortan rechnet die Armee mit dem Schlimmsten. In den Protokollen lässt sich einteils sehr viele gemäßigte Voten und auch die Schlussabstimmung, das lässt sich herauslesen. Aber es gibt vor allem von den Zürcher Vertretern sehr viele Voten, die sagen, jetzt müssen wir Richtung Revolution gehen, wir müssen Richtung Generalstreik gehen. Und das wurde dann vom eingeschleusten Nachrichtenmann als Worst-Case-Szenario gelesen. Und dann geht man in die entsprechenden Planungen, um bei einer Machtübernahme die Macht zurückzuerobern mit einem Bürgerkrieg. Im September 1918 überschlagen sich die Ereignisse. In Zürich streiken zuerst die Bankangestellten, dann treten die Zürcher Arbeiter in den Ausstand. Ende Oktober ruft die SP zu einer Kundgebung auf. Dem Zürcher Regierungsrat wird die Situation ungeheuer. Man bittet um Truppenschutz, was Bern nach kurzem Hin und Her bewilligt. Am 7. November ist Zürich militärisch besetzt. In einem Augenblick, da unsere Bewegung in einem Ruhestadium sich befand, hat der Bundesrat die Arbeiterschaft mit einem Massenaufgebot von Truppen überrascht. Das Oltener Aktionskomitee reagiert prompt und beschließt einen 24-stündigen Proteststreik für alle wichtigen Industriestandorte. Das geht der Zürcher Arbeiterunion aber nicht weit genug. Sie tritt in einen unbefristeten Streik. Dadurch, dass die Zürcher Arbeiterunion den eintägigen Proteststreik weiterführt, unbeschränkt, kommt das Oltener Aktionskomitee unter Zugzwang, die Herrschaft über diese Streikbewegung zu verlieren und entschließt sich dann, nachdem der Bundesrat nicht eingeht auf einen Abzug der Truppen, den Landesgeneralstreik zu erklären und somit wieder die Herrschaft über diese Streikbewegung zu erlangen. 3 Tage stehen Schweizer Bürger Schweizer Soldaten gegenüber. Ja, wir hätten geschossen. Aber zum grossen Glück hat es dann nicht müssen sein. In der Nacht auf den 14. November fügt sich das Oltener Komitee dem Ultimatum aus Bern und beschließt, der Streik wird abgebrochen. Der Spuk ist damit zu Ende, die Interpretation der Ereignisse beginnt. Man kann den Generalstreik dann sehr verschieden deuten, kann sagen, ja, das war der Höhepunkt der Klassenkämpfe in der Schweiz. Man kann auch die neuen Forderungen des Generalstreiks, die übrigens Robert Grimm sehr genial formuliert hat, Frauenstimmrecht, AHV, Umwandlung der Armee in eine Volksarmee, das kann man als sehr fortschrittliche Forderungen darstellen. Und so wird der Generalstreik natürlich heute von den politischen Playern auch dazu benutzt, um zu instrumentalisieren, um verschiedene Botschaften mit dieser Geschichte des Generalstreikes zu kommunizieren.